Hallo meine Lieben, lasst euch ganz herzlich begrüßen und umarmen. Es ist erfreulich zu sehen auf YouTube wieder, wie auch in den Adventistenkreisen die Geschwister sich ein bisschen gegenseitig auflehnen und sagen, ja, der sagt falsch und der sagt richtig. Ja, und es ging in diesen Anschuldigungen, dass der eine sagt, ja, Gott hat 7000 Jahre festgelegt für die Menschengeschichte ja, der bezieht sich auch auf Psalm 90, dass ein Tag ist wie 1000 Jahre bei Gott und 1000 Jahre wie ein Tag. Und das ist eigentlich nicht richtig, denn das soll eigentlich nur zeigen, dass Gott keine Zeit hat, nicht an Zeit gebunden ist, was auch richtig ist. Und dass es ist nur wie ein Tag und wie 1000 Jahre. Also, aber und genau darüber möchte ich auch ein bisschen sprechen, ob wir auf diese 7000 Jahre Menschheitsgeschichte auch uns verlassen können und ob das auch so sich verhält. Und natürlich darüber ist ein bisschen schwierig zu reden, aber ich hoffe, ich kriege die mit Hilfe des Herrn das hin. Aber lasst uns vorher beten. Ja, Vater, gelobt und gepriesen seist du in aller Ewigkeit. Alle Knien sollen sich vor dir beugen, denn du bist der ewige, einzige, lebendige, heilige Gott. Wir danken dir, dass du in der Macht deiner Liebe uns berufen hast, dass wir deine Kinder sind in Jesus Christus, in deinem Sohn, der Fleisch geworden ist, den du verherrlicht hast jetzt im Himmel für uns, Herr, und der für uns da beisteht, Herr. Wir danken dir, dass du uns liebst und leitest in deiner Wahrheit, in deiner Gnade durch deinen Geist. Und mögest du uns heute auch segnen, Herr, in deinem Wort, dass wir wirklich verstehen, was dein Wille und dein Plan ist, dein Ratschluss. Wir loben dich und preisen dich, o Herr, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist die Frage hier, hat Gott wirklich so gerechnet, dass die 7 Tage Schöpfungsgeschichte auf 7000 Jahren Menschheitsgeschichte hinweisen? Und die Wahrheit ist, ich denke schon, warum? Jesus sagt, ich bin der Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Und wir wissen nicht nur von Paulusbriefen, auch Hebräerbrief, aber Paulus sagt, glaube ich, im Kolosserbrief deutlich, alles wurde für Christus, auf Christus hin geschaffen. Und diese Zeit ist deutlich festgelegt. Natürlich plus minus. Denn die Gnade Gottes, er kann erlauben eine Verlängerung oder eine Verkürzung. Je nachdem. Und wir sehen in der ganzen biblischen Geschichte, denn wir kennen das, wir haben die Bibel vor uns, wir können das nachlesen, dass alles zu seiner Zeit so geschehen ist, wie Gott es vorausgesagt hat. Also Gott hat schon von Anfang an festgelegt, was wie kommen soll. Aber er hat auch die Zeit festgelegt. Denn schon bei Jesus sehen wir, wo er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, meine Zeit ist noch nicht da. Und wir wissen, es gibt eine Zeit des Redens, eine Zeit des Schweigens, eine Zeit des Lachens, eine Zeit der Freude, eine Zeit des Weinens. Es gibt für alles seine Zeit, die von Gott bestimmt sind.
Auch die Zeit der Sünde, auch die Zeit der Gnade ist genau festgelegt mit plus minus. Ja, also da habe ich auch gesagt, das kann Gott verkürzen oder kann Gott auch verlängern. Jetzt ist die Frage, ab wann ist Zeitrechnung? Also die Zeitrechnung ist für mich eindeutig mit der Schöpfungsanfang. Aber die Zeitrechnung der Menschheit fängt an erst mit dem Sündenfall. Warum? Wir wissen es, Gott hat 7 Tage lang, ja, also 6 Tage hat er geschaffen, am 7. Tag hat er sich ausgeruht. Am 6. Tag hat er den Mensch beschaffen. Der Mensch, Adam, wurde nicht geboren, sondern er wurde geschaffen. Und wir wissen, er wurde als Mann geschaffen. Aber wir wissen kein Alter. Ich finde nirgendwo, wo geschrieben ist, und Adam wurde beschaffen, er war 21 oder er war 25 oder er war 23. Es ist auch so, dass in dieser Zeit, wo Adam in der Eden war, vor der Sündenfall, auch keine Zeitberechnung hatte. Es war zwar Tag und Nacht. Wie lange aber ein Tag und Nacht dauert, wissen wir da nicht. Denn wir sehen auch bei der Ablauf von Tag und Nacht, wird auf die Ende zugesehen, der Tag immer kürzer. Deswegen sagt Jesus auch, dass in der 70. Jahrwoche die Zeit verkürzt wird. Also die Zeit schneller abläuft. Ein Tag hat zwar 24 Stunden, aber vergeht so. In nu. Und, meine Lieben, wir merken das Jahr für Jahr. Vor 10 Jahren, vor 2 Jahren, vor jetzt, merken wir, dass die Tage laufen uns davon. Kaum ist Januar, ist schon Dezember. Kaum ist Dezember, ist wieder Dezember. Also die Zeit läuft uns davon. Die Zeit von Adam wird immer kürzer und kürzer und kürzer und kürzer. Genauso ist auch mit dem Alter. Am Anfang hat Adam und so manche haben 900.000 Jahre gelebt, aber dann hat Gott eine Grenze gelegt auf 120, dann auf 70, 80, das lesen wir in der Psalmen. Ja, heute gehen die Leute schon 90, 100 wieder auf, aber das wird nur eine Übergangszeit sein. Ja, und aber wir sehen, dass auch die Zeit des Lebens des Menschen ist von Anfang bis zu Ende immer gekürzt. Und die Zeitspanne der Endzeit ist 70 bis 80. Ja, höchstens 80. In den Eden wissen wir nicht, wie lange die 24 Stunden, wie lange das Tag und Nacht war. Wir wissen auch nicht, wie lange Adam und Eva in den Eden waren. Wir können es auch nicht hundertprozentig sagen, dass am 6. Tag Eva geschaffen worden ist. Warum? Das könnte am 8. Tag gewesen sein. Nach dem Ruhetag Gottes. Warum? Denn es ist geschrieben, wenn ihr das liest, erstmal hat Gott die Tiere vor Adam geführt. Und Adam hat jeden einen Namen gegeben. Und dann sagt Gott, es ist nichts. Oh, ich glaube nicht, dass das am 6. Tag geschehen ist. Kann sein. Frei. Aber in dieser Zeit bis zum Sündenfall war weder Tod noch Sünde noch der Teufel am Werk.
Also die waren da, aber die hatten keinen Einfluss auf den Mensch, weil der Mensch war nicht Fleisch und Blut. Er war wie ein ewiges Geschöpf. Er war nicht von Zeit und von Jahren begrenzt. Ja? Und wir wissen nicht von der ersten Tag der Schöpfung bis zu dem Sündenfall, wie viel Zeit da vergangen ist. Da können wir es überhaupt nicht festlegen. Erst nach der Sündenfleisch, schreibt es, er wurde Fleisch und Blut. Und erst an diesem Augenblick fängt die Zeitspanne des Lebens für den Menschen an. Der Zeitablauf, ja, die Zeitbegrenzung fängt da an. Vorher war das nicht. Denn der Tod hatte keine Wirkung auf den Mensch. Er konnte nicht sterben. Ja, denn der Tod ist der, der uns, sag mal, mitnimmt in den Grab, in den Scheol oder in die, also in den Todesreich. Und solange der Tod nicht da ist, ist auch niemand, der uns, sag mal so, töten kann. Ja, also leiblich gesehen. Und vorher war Adam und Eva nicht Fleisch und Blut. Ja. Und die waren eigentlich natürlich, die Tage sind, Tag und Nacht ist immer dieses Ablauf gekommen, ja, von den ersten Tag, denn Gott hat geschieden Licht von Finsternis und es schreibt, und es wurde Tag und es wurde Nacht, also dieses Ablauf Tag und Nacht war da, aber wie lange ein Tag da war, wissen wir nicht. Eins wissen wir und müssen wir zugeben, dass die Tage sich immer verkürzen, insofern wir zu Ende ankommen. Zu Ende dieser 6000 Jahre. Ja, also, jetzt ist auch die Frage, Adam wurde 900, weiß nicht, 990 Jahre, fast 1000 Jahre alt, das ist deutlich geschrieben, aber ab wann? Und ich denke, ab dem Sündenfall. Das ist meine Überzeugung. Das muss nicht so sein. Ja, denn ab dem Sündenfall wurde Mensch Fleisch und Blut und wurde an der Zeit gebunden. An der Zeit gebunden. Dann sehen wir eindeutig aus der biblischen Geschichte die Zeitspannen, die wir schon berechnen können, denn die Bibel, also Gott hat ihm das Wort auch die einzelnen Väter mit Jahren und versehen. Also wie heißt es? Ja, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Ja, jeden einzelnen Väter hat er mit Jahren und ab wann hat er Kinder gekriegt und ab wann und wie und was und wie lange er gelebt hat. Und dann konnte man das, kann man das abrechnen. Und wir sehen, dass von Adam, der Sündenfall, bis zu Abraham sind 2000 Jahre. Das ist von dem ersten Bund, was mit Adam und Eva beschlossen wird, sind 2000 Jahre bis Abraham, wo der Bund, ja, für Abraham in Isaak gebunden worden ist, dann wissen wir auch und können wir nachrechnen, dass von Abraham bis Jesus wieder die 2000 Jahre sind. Und natürlich von Jesus wissen wir, dass bis zu sein letztes Kommen müssen auch ungefähr 2000 Jahre sein. Man sagt ja, Tag und Nacht. Aber wir können hier Hosea zum Beispiel nehmen. In Hosea 2 sagt der Prophet durch das Wort Gottes, nicht durch sein eigenes Wort: Am zweiten Tag belebt er Israel und am dritten Tag richtet ihn auf. Und das wissen wir, dass das Aufrichten Israels ist kurz
am Beginn der tausendjährigen Reich. Da haben wir tausendprozentige Belegung aus der Offenbarung auch, aber auch aus der Prophezeiung von Jesaja, Daniel, bis zu Ende haben wir ganz deutlich Hinweise darauf. Und wir wissen auch, ja, natürlich, dass Israel zerstört war, platt gemacht worden ist. Und wir haben auch gemerkt, dass in den Jahr 2000, also 1900, Israel wieder als Volk da war, als Land da war, also er wurde belebt, ja, und wir wissen, dass bei dem Kommen Jesus wurde er aufgerichtet. Also wir können sehen, dass hier ein Tag tausend Jahre Rolle spielt und nicht ein Tag wie ein Tag. Denn es ist nicht so, dass es ist auch nicht so geschrieben, dass Jesus, wenn er kommt, wird erstmal sie beleben und dann am nächsten Tag wird er sie aufrichten. Denn wenn Jesus kommt und die Auferstehung, die Versammlung kommt, dann werden sie ihn erkennen. Das ist ein sofortiger Akt. Es ist ein Akt, was sofort passiert. Das passiert nicht in 3-4-Tage-Takt oder so, sondern es passiert sofort. Also man sieht eindeutig, dass ein Tag wie tausend und tausend wie ein Tag ist, dass Gott rechnet die Zeitspanne ja immer in 7 Tage, also 7000 Jahren. Und diese 7 Tage, 7000 Jahre sind festgelegt von Grundlegung der Welt. Deswegen sagt auch Paulus, ja, wir sind vor Grundlegung der Welt schon erwähnt. Es ist ein Ratschluss Gottes. Ja. Da war schon der Noah, Abraham, die Sintflut, Abraham, Israel, schon alles im Plan Gottes, in Voraus. Und was er vorausgesagt hat, ist auch und wird auch alles wortwörtlich in Erfüllung gehen. Denn Gott sorgt dafür. Und wir wissen, alles hat seine Zeit. Ja, also wir sehen deutlich von Adam. Aber die Schöpfung ist, Adam hat 950 Jahre, kann es sein, oder 990, jetzt weiß ich gar nicht, ich müsste nachschauen. Es kann sein, dass diese Spanne vorher war die restliche 10 Jahre bis 1000, weiß ich nicht. Ja, diese Spanne in den Eden, meine ich, ja. Weil da ist eigentlich Tag und Nacht zwar abgelaufen, aber man sagt nicht, ja, und Adam wurde 22 und Adam wurde 23 und er war 24, als er aus dem Eden rausgeschmissen wurde. Wir müssen auch sehen, dass als der Mensch in der Sünde gefallen ist, hat Gott als Erste den Baum des Lebens gesperrt. Ja, um dass er nicht ewig lebt in der sündigen Lage, ja, dass er nicht ewig lebt. Also ab da beginnt die Zeitberechnung, ja, ab da ist auch das Altern des Menschen. Auch ab da fängt auch die Verwesung, der Tod, ja, und die Verwesung. Er soll wieder Staub werden, denn aus Staub ist er. Ja, und also wir sehen hier, ab da beginnt die Zeitberechnung des Menschenlebens. Ja, aber die Zeitberechnung der Schöpfung ist von dem Tag, wo der Geist Gottes über die Erde schwebt und Gott sprach. Von da an fängt die 7000 Jahre Erdgeschichte, Menschengeschichte. Ja, und die Tatsache ist, dass wir sehen eindeutig diese Spannen von jeweils 2000 Jahren, also Abraham, ja, der große Bund mit Abraham, dann der große Bund in Christus, ja, in Jesus, als er kam. Und jetzt sehen wir aber als Zeichen der Zeit, dass
wirklich, das ist für mich einer der größten Zeichen, dass die Zeit davon läuft, dass die Zeit verkürzt ist. Man sagt, Jesus sagte, niemand weiß die Stunde, nur der Vater. Jesus hat auch sogar gesagt, wer zu meinem Rechten oder zu Linken, weiß ich das nicht, nur der Vater. Das hat er auch gesagt. Aber was eigentlich diejenigen, die diese Auslegung so falsch darlegen, wollen nicht zur Kenntnis nehmen, dass er wurde Fleisch, Jesus wurde Mensch. Und als Mensch wusste er auch die Zeit nicht. Er wusste den Anfang und das Ende, aber die Stunde war beim Vater festgelegt. Und Jesus hat davon öffentlich auch nicht geredet. Aber eins wissen wir, als er dann verherrlicht wurde nach seiner Auferstehung, war er kein Mensch mehr. Er war zwar der Menschensohn geblieben, aus dem Stamm Juda, dem Stamm Davids, aber er war nicht mehr Fleisch und Blut. Und wir wissen, dass Gott ihm alles übergeben hat. Was heißt das alles? Alles. Er hatte den Namen über alle Namen, er hat die Herrschaft und das Ganze hat Gott ihn übergeben. Und wenn die tausendjährige Reich wieder zu Ende ist und die neue Erde dann rübergehen, dann übergibt der Sohn alles dem Vater, weil der Vater wird dann seinen Thron auf der neuen Erde auch selbst haben. Wenn in der tausendjährige Reich wird nicht Gott seinen Thron auf die Erde haben, sondern der Herr. Der Herr wird über Israel dann regieren, der Herr selbst. Aber auf der neuen Erde wird Gott auch präsent sein, so wie ich das verstehe aus der Schrift. Ja, denn erst dann ist alles vollendet. Erst dann ist auch alles vollendet. Da ist der Teufel, die Sünde und der Tod für ewig weggetan. Ja, und dann wird eine totale Erneuerung. Inwiefern, das weiß Gott ganz hundertprozentig, wir wissen nicht. Aber eins wissen wir. Als Mensch wissen wir zwar nicht den Tag und Stunde genau. Ja, aber wir wissen die Zeichen der Zeit. Und das ist für uns eine sehr wichtige Sache. Wir sehen die Verkürzung der Zeit, wir sehen die Geschehnisse in Israel, wir sehen die ganze Aufstände, was weltweit sind, wir sehen die Pandemie wie Coronavirus, wir sehen die Ratlosigkeit aller Menschen, ja, und das, und wir sehen auch, dass auch die Evangelium der Gnade überall gepredigt wird, aber wir wissen, dass in der 70. Jahrwoche der Engel das Evangelium des Reiches auf die ganze Welt predigen wird. Und wenn der Engel das macht, ja, dann wird er jeden Menschen erreichen. Und dann kommt das Ende, sagt Jesus. Und so wie er es gesagt hat, so wird es auch sein und ist für uns nachvollziehbar. Ja, jetzt ist es so, wir wissen, dass jetzt dieser Übergang kommen muss. Ja, die Zeit der Heiden muss zu Ende kommen, kommt die Entrückung und fängt die 70. Jahrwoche an. Jetzt ist auch das Problem, dass wir nicht wissen, also diejenigen, die in die 70. Jahrwoche nicht reingehen, wissen nicht ganz genau, ab wann können sie ja, mit der 70. Jahrwoche rechnen. Ja, ab der Auftreten des Mensch der Sünde. Ja, der wird dann diesen Bund machen, aber bis der Bund abgeschlossen ist, wird wahrscheinlich ein paar Tage auch vergehen. Also ab welchem Tag soll ich dann rechnen? Ab dem Tag, wo der Bund schon geschlossen ist, ja, oder ab dem Tag, wo es verkündigt ist, dass dieser Bund
vorgelegt wird, ja, ob schon ab dem Auftreten des Sünde der Menschen, also da weiß man nicht ganz genau, ab wann. Dann, wann die zwei Propheten dann auferweckt werden, ab da kann man schon fast genau, denn wir wissen, das sind die 3 Tage, 3,5 Tage, wo sie tot liegen, dann werden sie da auf den Himmel aufgenommen und dann sind noch 3,5 Jahre. Ja, also ab da weiß man schon, dass das 3,5 Jahre ist, aber das sind schon die 144.000 und diejenigen, die allerdings in Gewahrsam Gottes genommen werden und die wissen dann ungefähr, da ist die Zeitspanne, wo der Herr jetzt kommen wird. Ja, Stunde, Tag genau wissen wir nicht, werden sie auch nicht wissen, ob jetzt morgen ist, übermorgen, aber da werden sie auch wissen, dass es jetzt passieren muss. Ja? Natürlich für manche wird es Bullshit sein, was ich sage, für andere nicht. Ich denke, da kann sich jeder da Gedanken machen und prüfen, ob das auch sich so verhält. Ja. Aber es ist natürlich von Adam her, sehen wir wirklich erstmal auch eine Lebenszeitverkürzung, ja, bis zu Ende hin. Dann sehen wir auch eine Zeitverkürzung. Die Zeit wurde immer, immer langsam weniger, weniger. Und in unseren Tagen, und also meistens in der 70. Jahrwoche, wird ein Tag sehr schnell vergehen. Und damit auch ein Jahr. Also diese 7 Jahre, die letzten 7 Jahre, werden sehr, sehr schnell vergehen. Schon in unseren Tagen, ja, vergehen die schnell. Und es muss auch so sein, denn wir würden heute schon nicht mehr aushalten. Ja. Wir würden heute schon nicht mehr aushalten. Es ist eine Gnade auch für uns, dass auch schon heute diese Zeitspanne gekürzt ist, denn die Kämpfe gegen den Mächtigen dieser Welt ist so immens, denn der Teufel weiß ganz genau, dass die Entrückung kommen muss. Und kommen soll. Und er will versuchen, jeden noch von Glauben abzubringen, wegzuleiten, in die Sünde zu führen. Aber wir können einfach sagen, dass niemand kann uns aus seiner Hand reißen, aus Gottes Hand. Ja. Und was er angefangen hat in uns, wird er vollbringen. Und da freue ich mich, denn ich habe so viele Zeugnisse von Geschwistern, die das auch bezeugen in ihrem Leben, wie Gott sie zu der Wahrheit geleitet hat, ja, und sie jetzt auch bereitet für das Kommen des Herrn. Dass die einige sagen, es gibt keine Entrückung, lasst sie sprechen. Es sind auch diese Leute, sind auch die, die den Paulus nicht ernst nehmen. Und für viele ist Paulus auch sogar ein Irrlehrer. Das können wir auch nicht ändern. Wir können niemand überzeugen, aber wir können überzeugt sein. Und das ist wichtig. Ich kann von meiner Überzeugung reden, aber überzeugen jemand kann nur Gott allein. Ja, wir können auch niemand bekehren, wir können nur die Gnade verkündigen. Und wer das nicht annehmen will, ist nicht unsere Schuld, sondern ist seine Schuld. Meine Lieben, die Zeichen der Zeit sind heute sehr eindeutig. Sehr, sehr eindeutig. Vor 7, 8 Jahren haben wir einiges gesehen, aber jetzt sehen wir viel mehr. Ja? Wir sehen die ganze Situation auf der ganzen Globus. Wir sehen die Aufstände, die Erdbeben, die Tsunamis, die Stürme, die Überschwemmungen. Wir sehen
die Ratlosigkeit der Menschen. Wir sehen auch langsam die Angst der Menschen. Aber das Größte kommt dann in der 70. Jahrwoche. Und ich bin der feste Überzeugung, dass das nicht mehr lang auf sich warten wird. Es ist auch das Problem, dass für die Einweihung des Tempels brauchen die Juden den roten Kalb. Und das einzige rote Kalb, die sie haben, die wird jetzt schon 2 Jahre alt. Und der Kalb darf nicht älter sein als 2 Jahre. Und schon das alleine deutet darauf hin, dass das Einweihung des Platzes jetzt geschehen muss. Es muss jetzt geschehen. Und das weiß der Teufel ganz genau. Wenn jemand über die Feste Israels am besten weiß, ist der Teufel. Das unterschätzen viele. Genauso wie er weiß deine Schwachpunkte, er weiß, wo du zu Fallen geführt werden kannst. Er weiß alles, aber Gott weiß es auch. Und das ist unsere Zuversicht, denn Gott weiß, wo er uns stark machen muss. Ja, und diese Sachen, lasst euch nicht ihre leiten. Denn heute ist voll YouTube mit so viel Gegenwind, mit so vielen falschen Auslegungen. Aber wir haben das Wort, du und ich und jeder eins. Und wir dürfen im Gebet wirklich bitten, dass der Herr uns zeigt. Und wir wissen, Jesus ist der Anfang und das Ende, was Gott schon festgelegt hat. Deswegen wusste auch Jesus ganz Bescheid, wann das Ende kommt. Deswegen sagt in Matthäus, ihr werdet das und das hören und das sehen und das. Und wenn ihr das seht, dann. Ja, also er wusste ganz genau, aber natürlich als Mensch hat er kein Tag und Stunde gesagt, aber er hat hingewiesen auf die Zeichen der Zeit. Er hat ganz deutlich hingewiesen. Und wer sagt, die Zeichen der Zeit sind nicht da, ist selber schuld. Ja, es sind Geschwister, die sagen, wir sind nur am Anfang der Wege. Ja, möge es so sein. Aber wir sehen den Kampf und den Leid. Ja, wir sehen die Gottlosigkeit. Wir sehen, dass Sodom und Gomorra hier sein in dieser Welt, in der ganzen Welt, nicht nur in einigen Orten, sondern weltweit, denn in Amerika, Deutschland, Schweiz, egal wo du hingehst, China, ist das Okkulte, das Homosexuelle, das Bisexuelle, die Abtreibung, alles, all das ist normal. Was nicht normal ist heute, Christ zu sein, an Jesus Christus festzuhalten, das ist nicht mehr normal. Und meistens, wenn man auch nicht bereit ist, Kompromisse mit der Welt zu machen. Und wenn das keine Zeichen der Zeit für uns sind, dann sind wir selber schuld. Da kann man niemandem helfen. Also meine Lieben, erhebt eure Häupter. Ja, denn Gottes Wort ist deutlich für uns. Und wir sehen, dass unsere Erlösung naht. Natürlich ist es falsch zu sagen, am 6. kommt er oder am 24. kommt er. Aber dass er wirklich jetzt schnell und bald kommt, das wissen wir eindeutig. Die Hoffnung geben wir nicht auf. Ja, das ist vielleicht schon morgen. Ja, wir sehnen uns eigentlich, natürlich, wir wollen, dass viele Menschen noch erreicht werden. Aber wir sehen auch hier, dass Gott auch für die Bekehrung, für das Umkehr, für die Gnade auch ein Zeit festgelegt hat. Und irgendwann ist dann aus. Und genauso, wir wissen, wir beten für die Welt, wir beten für unsere Mitmenschen, aber wir werden nur so lange beten können, wie lange wir da sind. Aber unsere Sehnsucht,
weil wir die Liebe des Herrn in uns haben, weil wir den Herrn haben. Unsere Sehnsucht ist die Vereinigung mit ihm, bei ihm, miteinander zu sein. Das ist, und das sagt auch Paulus immer, wir sollen immer in dieser Erwartung bereit sein, erfreut sein, ja, dass er auch kommt. Ja, ne? Und er weist nirgendwo darauf hin und sagt, betet, dass der Herr nicht kommt. Dass man noch Tage kriegen, ja, okay. Ja, die Gnade Gottes kann auch noch ein paar Tage dazu setzen, aber auch streichen. Aber deswegen sagt auch der Psalmist, ja, dass meine, mal gucken, ob ich das auch jetzt finde. Das ist immer so. Wenn man was sucht, ist das Juni. Ja. Im Psalm 34, 16, die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihren Schreien. Warum schreien den Gerechten, meine Liebe? Warum schreien? Wisst ihr, warum schreit? Nicht, weil er mal krank wird. Nicht, weil er jetzt mal in finanzieller Not ist. Nein. Die Gerechten schreien wegen der Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit, was ihn umgibt. Lies mal über die Zeit Noah. Gott wurde es ihm übel über die Bosheit der Menschen, was damals war. Und was glaubt ihr, wie es heute immer geht? Wie ergeht es denn den Geist Gottes, der heute noch hier wohnt? Und es ist noch Gnade, dass wir heute noch da sind. Es ist noch Gnade, Zeit für den, der sich noch nicht bekehrt hat. Aber morgen kann es zu spät sein. Und meine Lieben, diese Gottlosigkeit ist das, diese Ungerechtigkeit. Und genau in Reihen des Christentums, die Lieblosigkeit, die Kompromissbereitschaft, das Wort mit dem Weltlichen zu vermischen, genau das bringt uns als Gerechte zum Schreien. Denn das ist ein Kampf für uns, der unerträglich ist. Und das wollen viele leider nicht so verstehen und sagen, oh, ihr seid Egoisten, ihr wollt nicht, dass noch Menschen zu Glauben kommen. Doch, wir wollen es. Aber auch Jesus sagt auch, wie lange muss ich euch noch ertragen? Und warum? Wegen der Ungläubigkeit, Kleingläubigkeit. Deswegen, wie lange noch? Diese Worte sind nicht aus Versehen gefallen. Und genau auch wir heute fragen den Herrn, Herr, wie lange noch? Wie lange noch mit diesen Umgebung zu leben? Mit dieser lieblosen Welt und Lieblosigkeit, Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, mit diesen ganzen Ungerechtigkeit noch zu leben? Denn wir haben heute keine richtige Gemeinde. Wir haben wenige Leute, die wirklich das Wort in Wahrheit verkündigen. Wir haben noch wenige, die füreinander da sind. Wir haben aber eine Menge, die sich gegenseitig auffressen, hier auch auf YouTube. Und das wollen wir nicht merken. Und genau das bringt uns zum Schreien. Und wir können dankbar sein, so wie der Psalmist hier sagt, ja, dass der Herr ja, Augen hat für den Gerechten und Ohren für ihr Schreien. Er weiß genau, in welchen Zuständen
wir hier verweilen müssen. Er kennt unsere Kämpfe, weil er kämpft mit. Er kämpft unsere Not, weil er sie trägt. Er kennt unsere Tränen, weil er sie abwischt. Er kennt unsere Angst, weil da macht er uns Mut. Er kennt unsere Hoffnungslosigkeit, weil er gibt uns Hoffnung. Er kennt unsere Kleingläubigkeit, weil er uns Glauben schenkt. Und dafür haben wir jede Menge Grund zu danken, ihn zu loben und zu preisen, dass wir wissen, wir sind in seiner Hand ganz fest gehalten. Möge uns Gott leiten, begleiten, aufheben, stärken und sein Name sei verherrlicht in uns. Gebt eure Hoffnung nicht auf, denn unsere Erlösung ist nah. Lobet und preiset den Herrn, denn er lässt uns nicht allein. Ich danke dem Herrn für euch. Ich danke dem Herrn, dass ich noch nicht der Einzige bin, dass es noch viele gibt hier zwischen uns, die kompromisslos die Wahrheit lieben, kompromisslos den Herrn nachfolgen und die Wahrheit dürsten und die Wahrheit hungern. Gott segne uns, bewahre uns und wir können zusammen sagen, Herr, komm bald. Seid reich gesegnet und bewahrt meine Liebe.